Hallo und schönen guten Morgen hier aus Ostfriesland vom Buchenziegenmann. Heute geht's weiter. Wir gucken uns mal den Gesundheitszustand von Mira an. Wie ihr euch ja noch erinnern könnt, hat sie vorne links gelahmt. Und das war ein Sehnenproblem. Sie hat sich wahrscheinlich auf dem Transport zur Reithalle im Hänger selber daran verletzt. Und wir haben jetzt immer die Sehnen jeden Tag eingecremt mit einer vom Tierarzt verordneten Salbe bzw. Dann hat sie was gegen die Schmerzen bekommen, das Metacam. Pferdefreunde werden dieses Medikament kennen. Und seitdem geht sie wieder fast normal. Also in den Wendungen hat sie noch immer etwas Probleme, aber sonst geradeaus alles kein Thema, aber nichtsdestotrotz werden wir sie doch noch für 3 Wochen schonen, also nicht mehr im Reitunterricht, also bei therapeutischen Reiten einsetzen, sondern damit sie sich richtig erholen kann. Nochmal runter zu den Buhrenziegen und da schauen wir eben mal uns den Gesundheitszustand von Püppi an und gucken mal, wie sie auf das Medikament gegen die Leberegel reagiert hat. Nochmal kurz was zum Leberegel. Der kommt eben auf feuchten Wiesen, an feuchten Stellen, in Gräben vor. Und zwar braucht der Leberegel hier ein Zwischenwirt, eine Schlammschnecke. Name fällt mir gerade im Moment nicht ein, kann ich euch aber dann da unten im Video nachher mal einblenden. Und die Eier, also die unreifen Leberegel werden dann von den Ziegen übers Gras aufgenommen, wandern dann durch die Blutbahn, durch die Blutgefäße in die Leber und in die Gallengänge und verursachen da eben dementsprechende Schäden, entwickeln sich da weiter und werden dann wieder ausgeschieden. Die Eier gehen in die Schlammschnecke und der ganze Zyklus beginnt von vorne. Und ich hoffe, dass wir das jetzt erstmal im Moment unterbrochen haben. Weg sind die nicht, weil sie überall auf den Weiden hier sind. Wir sind hier in Ostfriesland, ist sehr nass, sehr feucht gewesen im letzten Winter und Herbst. Und von daher muss man das sicherlich noch einmal in diesem Jahr wiederholen. Aber das machen wir ja wie beim letzten Mal, indem wir eine Kotprobe abnehmen und die vom Tierarzt untersuchen lassen und dann dementsprechend Medikamente einsetzen. In der Zwischenzeit versuchen wir das eben so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf homöopathische Art und Weise in den Griff zu bekommen, indem wir eben Kupfersulfat den Tieren geben, dann Dolomit, so ein Gesteinsmehl, Ascorbinsäure und andere Mineralien, um die Tiere mehr immun zu machen. Und zwar möchte ich mich da ein bisschen an dem Buch von Pat Colby aus Australien orientieren, die da ganz tolle Erfahrungen gemacht hat, und werde ich das Buch auch noch mal kurz vorstellen beim nächsten Mal und dann schauen wir. Jetzt gehen wir erstmal runter zu den Ziegen, genug rumgelabert, und wir schauen mal, was denn da unten jetzt los ist. Ja, und jetzt sind wir dann hier bei den Ziegen und schauen mal, das Euter von Farina ist schon ziemlich angeschwollen und wir werden jetzt mal versuchen, sie zu melken. Bitte, ich werde versuchen, sie zu melken, und dann zeige ich euch nachher ganz kurz, was wir denn daraus machen. Also wir haben vor, heute so ein Frischkäse zu machen, und ich zeige euch dann,
wie das geht, was wir dafür brauchen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und der eine oder andere vielleicht seine eigenen Ideen zum Frischkäse, wie er den macht oder welche Kräuter er dazu gibt, mir unten in die Kommentare schreiben würde. Jetzt wackelt das Stativ etwas, weil da unten Paul steht und er meint, er müsste hier an dem Stativ irgendwelche Kletterübungen machen. Nicht so gut. Gehen wir wohl hin. Okay, wir gehen jetzt mal in den Stall mit Favina. Mal. So, ich streichel sie einmal so hier hinten, dann klopfe ich hier zwei, dreimal unter das Euter. Das habe ich vorher sauber gemacht und dann habe ich hier so einen Messbecher, halte jetzt oben die Zitze zu und drücke die dann eben nach unten aus und wie ihr seht, es ist Milch. Und im weiteren Verlauf dieses Jahres werde ich mir so einen kleinen Melkstand bauen, damit ich nicht immer so tief hier runter muss. So, man merkt jetzt, wenn man einmal angemolken hat, dann geht das auch ein bisschen schneller. Dann läuft die Milch. Und man kann hier wunderbar sehen. Und Farina ist wirklich ganz toll. Die bleibt hier frei stehen, ist nicht angebunden, hat vorne ihr Kraftfutter. Und macht also keinerlei Anstalten, sich zu wehren. Das ist also echt eine Pracht, wie sie sich hier verhält. Und ja, ist auch, das ist das unser weißes Gold der Selbstversorgung, wo wir jetzt alle Möglichkeiten haben. Zur Zeit wird ja nur sie gemolken. So ungefähr nochmal 300 Milliliter, vielleicht fällt es noch 400. Aber viel ist da nicht mehr drin. Nichts mehr. Andere Seite. Eben noch. Das war's dann erstmal für heute. Und an Milch. Und wir gehen jetzt gleich in die Küche und gucken uns das da an. Jetzt gucken. Und das bunte Treiben hier eben noch kurz an. Die Lämmer, die jetzt schon hier am Heu fressen, Hauke, Hanna und im Hintergrund ist Hiske. Hier haben wir Freak. Oh, jetzt können wir auch mal Hauke in Großaufnahme. Da kommt Hiske. Das sind die drei von Helen. Oh. Hier ist dann unsere Püppi und wir schauen jetzt noch mal, also wer sich noch erinnert vom letzten. Jetzt sind wir hier bei uns in der Küche und ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar zwei Knoblauchzehen, Kräutersalz, Labferment flüssig und 1 Liter oder 1,2 Milliliter Ziegenmilch. Das ist einmal die Dosis von heute Morgen und von heute Abend. Die Milch wird in den Topf gegeben, dann kommen zwei Tropfen Labferment dazu und solange die Milch noch flüssig ist, wird dann noch das Knoblauch dazugegeben und das Kräuterfrischsalz. Das Ganze wird auf 30 Grad erhitzt. Wenn das Lab dazugegeben wurde, rührt man noch 2 bis 3 Minuten. Lässt man die Milch zur Ruhe kommen. Die kühlt sich dann ab und sollte so bei 20 Grad liegen. Dann für 4 bis 6 Stunden. Je kälter die Milch, umso länger dauert es, bis sie erstarrt. Und danach schneidet man die erstarrte Milch zu Bruch, lässt sich das Ganze etwas setzen und nimmt diesen Bruch dann aus dem Topf, füllt ihn in ein Tuch. Und seit die Molke über ein Behältnis ab und fertig ist eigentlich der Frischkäse.